Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag und schaut, was ich euch mitgebracht habe aus der Creator-Serie. Richtig, 3 in 1, die 31132. Genau, ein Wikingerschiff mit Midgard-Schlange. Und einem Ochsen. Ja, da sind wir ganz genau. Ich habe das, ich drehe das gleich weg. Das ist jetzt ein schönes Wochenendvideo. Genau, ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben das gerade gestern live zusammen gebastelt bei Twitch. Das Ende, die Schlange. Weil mir das City-Set nicht gelangt hat zeitlich für den Stream. Und da musste ich noch was fertig bauen. Ich hatte gerade das Schiff in der Arbeit. Also hat es sich doch hervorragend angeboten. Richtig, da haben wir das gerade gemacht. Das Set hat gut 1100 Teile, kostet 120 Euro. Hat 4 Figuren. Und erfüllt immerhin mal wieder die Idee, dass wir ein Wikingerschiff bekommen. Wir müssten uns doch einfach mal über irgendwas freuen. Oder freuen wir uns, dass wir ein Wikingerschiff haben? Es ist ein sehr kleines Wikingerschiff, aber für den Preis. Aber wir gucken uns das mal an. Es gab ja natürlich die Vikings-Serie. Ich habe da auch ein paar Sets. Ich muss die mal aufgebaut kriegen, dann zeige ich es euch. Ich glaube, das machen wir auch nochmal. Machen wir mal so ein bisschen so ein, vielleicht immer eine Gegenüberstellung mit den alten Samen. Guck mal an, das ist eine normale 3-in-1-Box. Guck mal, weil sie sich freuen, die haben so eine Rückseite. Nichts, von dem wir uns fürchten müssen. Das hier ist das Schiff, das hier ist eine kleine Hütte und das ist ein Wolf dazu noch, den man bauen kann. Was ich komisch finde, schaut euch mal die Bilder wirklich an, das ist dunkelbraun. Ihr seht hier drin ein bisschen verstecktes Rot und das Ding ist dunkelblau. Diese Schlange hier, die ist ja so ein bisschen das Thema, über das ich am meisten lese und über die meisten Fragen kommen dazu, was die genau soll. Das ist ein Stachelfelsen, klare Sache. Aber, für alle Valheim-Freunde. Aber ich bin mir noch nicht so 100% sicher, ob sie nötig gewesen wäre in dem Set. Denn die Teile, bis auf die Gelenke für den Wolf, werden nicht wieder benutzt. Und das finde ich ein bisschen... Die Wiederverwendung der Teile in dem zweiten und dritten Set ist mir generell zu gering. Machen wir es kurz. Und vor allem in dem Wolf-Set wesentlich zu gering. Und da brauchen wir die Gelenke, ansonsten ist der Wolf komplett weg. Und der Rest... Dieser Farbenpracht ist irgendwie ein bisschen für die Füße. Deswegen weiß ich nicht so recht bei diesen 3-in-1-Sets. Ich bin da sehr hin und her gerissen, müsst ihr wissen. Das ist ja eigentlich meine Top-Favoriten-Serie immer gewesen. Dann erwarte ich aber halt natürlich auch sehr gute Teile, die man super wiederverwenden kann. Nicht so ganz gut. Aber gut, dafür haben wir die Schlange dabei. Wir haben das Bootchen und wir haben die Figuren. Wir haben meinen Favorit, den Ochsen. Finde ich großartig. Hier, gucken wir gleich mal durch. Wobei die Raben, also die, das ist ein ganz enges Rennen, das könnt ihr entscheiden. Wir messen mal kurz die Geschichte aus und dann gehen wir durch die Einzelteile durch und schauen mal, was uns daran gefällt. Wir haben hier 43 cm in der Länge, wir haben in der Höhe 29 cm und die Breite sind mit allem Deko-Ding 16,5. Bei der Schlange haben wir... Theoretisch können wir das hier ganz flach legen. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen affig, glaube ich. Ich glaube schon, dass es so ein bisschen so hochgedreht gehört. Aber ihr könnt natürlich euch überlegen, das sind jetzt 27 cm. Wir können sie auch bestimmt auf 40, 45 cm ausfahren. Und hier in der Höhe sind es 18, 19 und hier jetzt hoch bis knapp 21. Ja klar, wir haben hier die kleinen Ersatzteile dabei und hier die eingepackten 3-in-1-Geschichten. Ich habe es als PDF gebaut. Geh mal an die Figuren. Gib mir die Figuren, an das Zeug. Und dann gucken wir. Wir haben 4 Figuren dabei. Ziemlich detaillierte Oberkörper. An den Beinen ist gar nichts gemacht. Und wir haben abgefahrene Helmchen und Frisuren dabei. Und dazu dann immer noch irgendwas zum Klöppeln in der Hand. Klare Sache. Die Rückseite auch noch ein bisschen bedruckt. Ne? Richtig. An den Beinen hätte ich mir schon noch irgendwie ein bisschen Detail gewünscht. Muss ich sagen, das eine oder andere. Aber die Köpfe, glaube ich, holen schon wieder viel raus. Bärtchen dabei, das ist schon in Ordnung. Und es, vor allem sind es Wikinger. Hier ist noch ein Fass dabei. Und in dem Fass sind auch ein, zwei Diamanten hier, Edelsteine-Geschichten drin. Richtig. Definitiv hat, aber ich glaube, sieht das die Kamera in irgendeiner Form? Ich gucke gerade hinten auf das Fass. Nee, fällt, nee. Das Reddish Brown passt nicht, aber das ist eine Kamerageschichte, das kann man vergessen. Ja, da ist er. Der Ochse. Ich meine, ich finde ihn witzig. Die Hörner sind sehr teuer. Also Einzelteil. Aber einen kleinen Ochsen dabei. Ich mag sowas. Kleines Viech dabei. Finde ich, stehe ich immer drauf. Finde ich gut.
Und dann haben wir ein Schiff liegen. Also erstmal, wir haben eine stabile Konstruktion. Ja, das ist gar kein Problem. Das hält alles gut. Ich habe, von der Rückseite könnt ihr das auch gut sehen, wir haben unnötige Farben dabei. Das ist ein Thema, was sich selbstverständlich durch alle Lego-Serien zieht. Bei Creator 3 in 1 ist es besonders ärgerlich, weil hier der Umbau eigentlich mal im Vordergrund stand. Und das natürlich besonders, besonders lästig. Bei den Display-Modellen finde ich es einfach nur peinlich. Hier ist es einfach gegen das System arbeitend. Und dann bringe ich es nicht raus. Was okay ist, kein Problem. Man kann einfach ein Wikinger-Schiff rausbringen. Es gibt ja auch gerade die 76208 übrigens. Von Marvel. Zeige ich euch praktisch nie was von den kleinen Sets. Aber vielleicht baue ich mal die 76208. Das ist auch ein Wikinger-Schiff, das von zwei Ziegen gezogen wird. Kostet nur 50 Euro gegenüber den 120, hat aber dafür eine Figur mehr. Aber auch nur die Hälfte der Teile. Also prinzipiell, es ist aber trotzdem verblüffend günstig, oder machen wir es andersrum, das Ding ist wahllos überteuert. Ich bin mir noch nicht sicher, in welche Richtung es geht. Ich meine, 120 Euro dafür ist halt auch schon echt eine Menge Geld. Aber was mich vor allem schockiert, ist, dass ein Marvel-Set mit 5 Lizenzfiguren günstiger ist als ein Creator 3 in 1 Set ohne Lizenz. Das doppelt so groß ist, da müsste das Verhältnis immer besser werden eigentlich. Ich verstehe es nicht. Vielleicht habt ihr eine Idee, sagt es mir gerne. Ich steige gerade nicht ganz durch. Und mit die alten Wikinger-Schiffe waren auch sehr teuer. Und die waren natürlich nicht so kleinteilig wie die. Die haben größere Elemente gehabt. Das ist ja ein Creator-Set, das versucht ja bis auf die großen Paneele hier, also bis auf diese Wedges hier, versucht es ja eigentlich ohne große Teile auszukommen. Aber wir gehen das jetzt mal durch. Guck mal her. Wir haben ein Schiff. Alles wird gebaut, das ist alles Brickbuild, es sind keine Stoffe dabei und keine Aufkleber. Man kann natürlich die lustigen Deko-Sachen an der Seite, kann man natürlich alle schön ausrichten, damit die auch alle hier gerade sind. Die kann man natürlich alle drehen, damit es alles hübsch ist und so, das ist ganz wichtig. Auch noch ein bisschen drehen, sehr hübsch. Wir haben hier einen Katapult, funktioniert auch, zeige ich euch gleich. Wir haben hier einen super Kopf. Der ist sehr fein, das ist der Bright Light Orange. Dann unten drunter wieder Reddish Brown und dann ist das hier dunkelblau rundherum. Hier drin seht ihr es schon, dahinter ist rot. Dahinter ist auch noch mehr rot. Ihr seht auch, wenn ihr von oben reinschaut, da vorne im Bug gleich grün. Völlig unmotiviert wird es da einfach reingesetzt. Alles hier an der Seite, die Konstruktion ist eigentlich sehr simpel. Ihr baut unten einmal flächig die großen Plates, ja, verbindet die dann leuchtend blau. Und dann baut ihr von der Seite Elemente und drückt sie dagegen. Das ist alles mit Bricks gebastelt. Das ist ein Brick Modified mit dem Stud an der Seite. Und dagegen drückt ihr das dann. Und dadurch wird es stabil, das ist kein Problem. Und dadurch werden auch bei der Hauptkonstruktion, bis auf den Blick von oben und von unten, werden auch alle Fehlfarben übertüncht. Später, wenn es in das Haus eingebaut werden, kann man oben, wenn man ins Dach schaut, ist halt alles, guckt euch mal die PDF-Anleitung an, ist halt alles kunterbunt, das ist halt doof. Und ich verstehe wirklich nicht, wozu. Das ist kein anspruchsvolles Set beim Bau. In irgendeiner Art und Weise. Man hätte diese roten Steine nicht mehr. Es gibt die ganz toll in Reddish Brown. Es gibt sie. Bitte einfach einbauen. Es ist so, dass das hier rot rausguckt, vorne und hinten an beiden Seiten. Es ist so unnötig einfach nur. Es ist wirklich, wirklich schade. Aber gut, das war mal. Dafür hatte ich im Gegensatz zu vielen anderen keine Farbqualitätsprobleme beim Sandgrün. Habt ihr mich auch beim Livestream drauf angesprochen? Schaut mal drauf. Ich weiß nicht, ob das mal irgendwann so richtig gut erwischt wird, dass ihr wirklich die Farbe seht, aber die sehen alle nebeneinander sehr, 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 sehr gleich aus. Da habe ich kein Problem. Na klar sind oben drüber die kleinen 2/3-Slopes in einem anderen Farbton hergestellt als die drunter, beziehungsweise er wirkt anders, weil die eine glatte Oberfläche haben und die haben eine matte Oberfläche. Dadurch wirkt der Farbton anders, aber die sind in sich ähnlich. So, nochmal eine Sache, die genauso. Jetzt kann man natürlich drüber nachdenken, 31109, das Piratenschiff, das hatte eigentlich nur eine UVP von 100 Euro, wurde dann 20 Euro im Preis erhöht. Das hier hat die 20 Euro gleich von vornherein mitgenommen. Natürlich wäre das für 100 Euro schon mal ein wesentlich appetitlicherer Happen gewesen. Das Piratenschiff wirkte auch wesentlich gedrungener, massiger irgendwie, das ist sehr, sehr, sehr leer. Hat auch wieder viel Schlange dabei. Ich weiß nicht, vielleicht gefällt ihr euch ja, dann freue ich mich sehr. Wir haben aber auch hier wieder ein Brickbuild-Segel. Und das finde ich nett, vor allem, weil es, guck mal, wie dünn das ist. Das ist echt dünn.
Und der Vorteil von so einem Segel ist halt doch, dass es von beiden Seiten, zumindest auf ein bisschen Entfernung, ganz gut aussieht. Ein bisschen schade finde ich hier die natürlich die negativen Noppen, dass man die so stark sieht. Wäre cool gewesen, wenn wir hier auch wieder, ich erwähne sie so oft, von Kobi die Baseplates gehabt hätten, die kleinen, die man dann dahinter hätte drücken können. Da hätten wir auch das rot-weiße Muster durchziehen können. Da hätten wir nicht diese weißen Querstreben da drin. Recht bemerkenswert sind diese Schnürchen hier. Das sind die normalen Schnürchen, 42,098 kamen sie in Flat Silver auf den Markt. Hier sind sie jetzt dabei und kannst du bald drauf spielen. Die Dinger sind ernsthaft gespannt. Also das ist echt auf Press. Aber es hält und dadurch hat das alles in sich natürlich eine gesunde Stabilität, dass man sich keine Sorgen machen muss. Man kann es eigentlich überall dran bewegen, ohne dass was passiert. Das Zeug hält. Hier vorne ist es natürlich ein bisschen leicht unschön dann gehalten hier mit diesen Technikelementen, die leider farblich nicht angepasst werden. Ebenso wenig wie hier oben die gelben Stopper oder die rote Achse. Das sind halt natürlich auch Sachen, die Stopper in Light Bluish Grey sind so beinahe schön da in dem Mast. Das sieht natürlich ein bisschen zusammengestückelt aus. Aber gut. Highlight, zieht euch die Raben rein. Wie gefallen euch die Raben? Ich hoffe, ihr könnt die mit den Details wirklich sehen. Ich meine, sieht es nicht aus wie Augen, Schnabel und Auge? Ich finde die zwei Raben super. Die gefallen mir. Die gefallen mir richtig gut. Drachenkopf ist auch witzig, aber die Raben, das sind fünf Teile, sensationell. Dazu haben wir hier unten jetzt noch, auch wieder hier, blaue Achsen. Ich kann es ab einem gewissen Level einfach nicht nachvollziehen, wozu man das macht. Ich weiß es wirklich nicht. Und hier kann man ziehen, hier ist ein tatsächlicher Federmechanismus, also hier ist ein Gummi reingesetzt. Ja, hier kann man ziehen. Und der Gummi hängt hier dran, jetzt zieht es nochmal von der Seite. Und hier unten habt ihr Munition. Jetzt Obacht. Also da passieren Dinge, sage ich euch. Alle tot! Alle! Wir probieren es nochmal. Ich hab's schon mal geschafft, rauszuschießen. Moment. Geh wieder dran. Schuft. So, dran. Ja! Direkt der Erfolg. Also. Ich weiß nicht. Das ist es nett. Ist lieb. Ich finde es halt sehr störend. Guckt es euch nochmal an, dass es so aus Technik gebaut ist. Was man halt so deutlich sieht durch die Fehlfarben. Das verdirbt mir ein bisschen den Kuschelcharakter von meinem Wikinger-Schiff. Und Wikinger-Schiffe waren bekannt dafür, sehr kuschelig zu sein. Ja. Sehr schön sind die 10 bespielbaren Noppenbreite plus noch der gelbe Streifen an der Seite. Das Ding ist tatsächlich breit. Gegenüber dem Marvel-Schiff, das nur 8 Noppenbreite hat plus ein bisschen Rand, aber hier sind es volle 10 plus ein dicker Rand. Also auf jeden Fall hat man so ein Stück mehr Spielbreite. Das heißt, man hat viele Noppen, um irgendetwas hinzusetzen. Wir haben hier unten auch noch ein bisschen, da liegt noch ein bisschen Stroh. Und wir wissen warum, weil wir einen Ochsen dabei haben. Wir haben hier auch Positionen mit Jumper Plates, dass wir Personen setzen können, hier unter den unter das schöne Dach, dass man da ein bisschen snacken kann. Das ist auch zum Abnehmen geplant. Das ist wirklich, also das sind einfach echt Slopes aneinander gesetzt. Hier sind keine Jumper Plates, aber es sind Plates mit nur 2 Noppen und dazwischen eine Fliesenfläche. Das ist aber Plate Modified, damit man das schön abnehmen kann und auch wieder draufsetzen. Und man kann da irgendwie diese 4 Figuren, die wir dabei haben, dort besser positionieren. Hier hinten wird noch ein bisschen Fisch angebraten. Und wir haben auch kleine Plate Modified mit C-Clamp, um die Ausrüstung festzuklemmen, wenn wir das wollen. Und da hinten wird Fischli gebraten. Vorne kein Fischli. Vorne gibt es Flammen. Genau. Ihr könnt es auch ein bisschen bewegen, aber das ist ja hier in der Achse fest. Also das ist, ihr bewegt das und bringt dadurch Druck aufs ganze System. Jetzt aber mal unter uns. Wir haben jetzt hier drüber gesprochen. Das ist ein 120-Euro-Set. Und es sind hier 4 nette Figuren dabei. Gar keine Frage. Die finde ich super. Ich mag den winzigen Ochsen. Der ist auch fein. Die Schlange, wir haben sie noch gar nicht so richtig besprochen, oder? Die Schlange ist hat halt hier diese Gelenke, wie ich es euch gezeigt habe, dass wir sie auseinandernehmen können. Und sie hat einen Schnabel, den man öffnen kann. Den kann machen. Das ist schon mal viel wert bei einer Schlange. Und sie kann hier oben den Kopf nochmal drehen und auch kippen.
Das hier ist starr. Also ab hier, ab diesem Gelenk hier, ist es starr bis hier. Also alles hier dazwischen ist durch Achsen fixiert. Da kann man nichts machen. Auch mit dieser schönen gelben hier, dem Stoppel zwischendurch. Und hier dann wieder die roten Achsen. Da bewegt sich gar nichts. Also man kann hier kann man machen, was man möchte. Und hier oben kann man drehen und machen, was man möchte. Das dann ist die Schlange jetzt nochmal in der Detailaufnahme. Die Idee finde ich fein. Ich störe mich an der Farbumsetzung im Inneren. Das kennt ihr von mir, vor allem beim 3-in-1-Set. Das ergibt. Riesen-LKW fährt da vorbei. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Und dann ist halt der Preis wirklich eine harte Nummer, 120 Euro hinzulegen. Für wirklich, für nur das hier. Ich weiß, ich habe euch erst vor wenigen Tagen ein Meter langes Schiff für 160 gezeigt. Mit 28 Kanonen drin. Funktionstüchtigen Kanonen. Das halt wirklich, ich weiß nicht, das ist ein Thema für mich. Ich häng damit wirklich fest. Ich weiß nicht, wo, sagt mir, wo ihr das Geld seht, die 120 Euro an dem Ding. Es ist wirklich leer. Es hat auch keinerlei Innenausstattung, ne? Da ist nichts. Da ist auch nicht mal irgendwie eine Truhe nochmal hingestellt, wo irgendwie nochmal Zeug drin ist oder irgendeine Art von, weiß ich nicht, eine Deko, ein paar mehr von den Viechern dazu. Keiner irgendetwas reingeworfen, was mir die ganze Sache noch ein bisschen schmackhaft machen würde. Teilemäßig schmackhaft. Man kann einem. Zumindest hier, Bug und Heck sind identisch gebaut. Also ihr baut es jeweils gespiegelt und setzt es dann an der anderen Seite an. Kriegt das hier ab? Ne, das hängt hier drunter durch. Hier unten drunter, das sind Fliesen. Und hier unten drunter, auch um die Kurve laufend, das sind 5x5 Plates. Die gehen um die Kurve. Die sind auch nur so breit wie die Fliese. 5x5, quasi so wie diese hier, nur dass das innen weggeschnitten ist. Also es ist nur eine Noppe breit. Davon sind einige hier drin. Es ist noch ein relativ neues Element. Wir haben auch die kleineren 3x3 Kurven, hatten wir jetzt auch schon. Jetzt haben wir die große 5x5, die ist hier in Schwarz drin. Und die wird hier in mehreren Schichten gebaut, dann rangebatscht, gespiegelt. Man baut es gleich zweimal gleichzeitig auf die andere Seite gesetzt, rangebatscht und dann baut man es von der gegengesetzten Seite einfach nochmal zweimal und haut es dran. Das ist jetzt, wie gesagt, was die Bauabwechslung angeht, sehr überschaubar, was hier passiert. Hier noch jetzt bei dem Segel, super, das sind die großen Slopes. Die kennt ihr, die sind mit dem 10265er Mustang in den Markt gekommen. Schön, dass sie dabei sind. Die haben auch einen relativ hohen Einzelteilewert. Die werden gerne verbaut. Die roten sind wesentlich günstiger, weil sie rot sind und halt damit weniger gebaut wird. Ich mag aber trotzdem das Segel. Vor allem gegenüber dem Stoffsegel, wie gesagt, dass das Muster auf beiden Seiten zu sehen. Stoffsegel sehen ja eigentlich immer nur von einer Seite gut aus. Sind aber natürlich von der Haptik irgendwie, vom Gefühl hat man Stoffsegel, wie sich das für ein Schiff halt auch gehört, ne? Aber mir gefällt das. Mir hat es auch schon gut gefallen beim Creator Piratenschiff 31109. Auf jeden Fall. Trotzdem war es für mich zu schnell zu Ende und zu wenig begeisternd. Ich fand es fast am lustigsten, die Dinger hier zu bauen, dass die unterschiedlich gestaltet waren und das Segel zu bauen. Das war vom Bauerlebnis her für mich das Witzigste eigentlich, weil ich mich gefreut habe über das, was gekommen ist und dazu die Tiere, Ochse und Rabe. Das ist für mich ein 15 € Creator-Set. 15 € Creator-Set separat verkaufen? Und dann kann man das hier dazu packen, wenn man möchte. Hatten wir doch auch so mit der 31088, mit dem Hai und so weiter. Hat doch super danach zum Piratenschiff gepasst. Kann man auch separieren. Ich finde das hier, das Schiff ist unfassbar teuer. Und dann das noch dazu zu packen und es noch teurer zu machen, finde ich einfach einen unglücklichen Gedanken. Das ist ein unglücklicher Gedanke. Ich glaube, so ist es. Irgendwie, ich bin nicht zufrieden mit dem Set. Obwohl es ein Wikinger-Schiff ist, was eigentlich direkt zu mir passt. Ich finde es super eigentlich. Und dann kommen Sachen dazu, die mich stören. Finde ich schade. Machen wir es kurz. Ich finde es schade. Ich glaube, da wäre richtig was drin gewesen bei dem Set. Und ich bin mir sicher, es wird tolle Mocs geben. Und ich bin mir auch sicher, dass viele von den Elementen hier, um den Rumpf generell zu gestalten, dass die aufgenommen werden und wir sie noch häufig sehen werden. Und das finde ich gut. Darauf konzentriere ich mich jetzt und dann bin ich happy. So ist es. Halt, nein, so rum. Muss ja so, weil Wind und so, ne? Richtig in die Richtung, genau. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. So ist es. Ich wünsche euch ein großartiges Wochenende. Habt nette Menschen um euch und bis bald.